Coachy, Hyper, Spirit, Evolution! Magna, Garurumon! Kaiser Greymon! Magna, Garurumon! Joe Chris, Evolution! Give me-
ist Agadens Plaza in the solitude spiral architecture.
Nun habt ihr auch noch Kaiser Greymon und Magna Garurumon kombiniert zu Susanomon gesehen. Kommen wir nun noch zu ein paar interessanten Fakten und zu meiner persönlichen Beurteilung von und über den japanischen Spirit Evolution Susanomon. Susanomons Name, den wir auch in unserer Fassung so hatten, ist abgeleitet von Susano. Und Susano ist nach Erzählungen von östlichen Legenden der stärkste, zerstörerischste Gott und auch der Gott, der über die Wiedergeburt herrscht. In Japan wird er auch als Gottheit des Windes und des Meeres verehrt und ist der Bruder der Sonnengöttin und des Mondgottes. Durchaus ein sehr passender Name für ein so mächtiges und starkes Digimon, oder? Wie ihr sehen konntet und ich schon mehrmals erwähnt habe, braucht man beide Sets, Kaiser Greymon und Magna Garurumon, um die Teile beider Sets zu einem weiteren Digimon, dem ultimativen Susanomon, kombinieren zu können. Wie ihr sehen konntet, nimmt man für Susanomon die menschliche Basisfigur von Kaiser Greymons Set, verlängert die Beine, bis sie einrasten, und das ist eine weitere Besonderheit, dass man Kaiser Greymons Basisfigur, sagen wir mal wieder, ganz leicht transformieren muss. Der Kopf bleibt vorerst in derselben ausgezogenen Position wie für Kaiser Greymons Form. Danach kombiniert man die Basisfigur laut Beschreibung mit den Rüstungsteilen aus den Sets von Kaiser Greymon und Magna Garurumon und natürlich den Spezialteilen von beiden Sets für Susanomon. Wenn man Susanomons Form vervollständigt hat, kann man da noch den Kopf wieder etwas herunterdrücken, sonst ist er ein bisschen zu wackelig. Und auch das ist eine weitere Besonderheit dieser beiden Sets, dass man für Susanomons Form zusätzliche Teile hat. Was natürlich auch logisch ist, dass man sie benötigt. Aber wie ihr sehen konntet, sind die anderen Figuren dieser Serie so konzipiert, dass man keine zusätzlichen Teile für weitere Evolutionsformen benötigt. Allerdings wäre das für ein besseres Aussehen für Ancient Garurumons Form sehr nötig gewesen, falls ihr euch zurückerinnern könnt. Aber kommen wir zurück zu Susanomon. Aufgrund der zusätzlichen Teile und dass die Teile der zwei Ausgangssets zusammen nur eine weitere Evolutionsform bilden müssen, sieht Susanomons Form auch dementsprechend sehr perfekt aus, so wie auch Kaiser Greymon und Magna Garurumon. Somit entspricht er ziemlich perfekter Darstellung im Anime und Bandais. Aus all diesen genannten Gründen ist und sind für mich persönlich gleichzeitig diese zwei ultra seltenen Figurensets, Kaiser Greymon und Magna Garurumon plus ihre kombinierte Evolutionsform Susanomon, die drei am besten aussehenden Figuren dieser japanischen Spirit Evolution Figuren-Serie. Dies in Hinsicht auf Akkuratesse, Proportionen und Lackierungen zu Bandais Darstellung durch zusätzliche Teile an den menschlichen Basisfiguren und für ihre kombinierte Form Susanomon. Und deshalb ist es wirklich so richtig schade, dass diese zwei speziellen japanischen Spirit Evolution Sets so dermaßen selten sind, dass leider nur wenige Fans und Sammler das Glück haben, sie gefunden zu haben und ihr eigen nennen zu dürfen. Susanomon sieht einfach super toll aus und ist dank der verlängerten Beine von Kaiser Greymons menschlicher Basisfigur auch noch um einiges größer als jede andere dieser auf zwei Beinen stehenden Spirit Evolution Figuren, und das ist gleichzeitig eine weitere Besonderheit gegenüber den anderen. Noch eine weitere Besonderheit ist, dass man alle übrig gebliebenen Teile der zwei Ausgangssets miteinander zu seiner ultimativen riesigen Waffe kombinieren kann. Wie ihr gesehen habt,
kann diese Waffe mit Hilfe eines mitgelieferten Ständers zum Stehen in die richtige Höhe und Position gebracht werden. Dadurch ist Susanomon sogar fähig, die Griffe in die Hände zu nehmen und imitiert den Eindruck, dass er sie in den Händen hält. Entschuldigung. Allerdings ist das Ganze etwas wackelig und auch überdimensional groß und nur für die Präsentation von Susanomon mit der Waffe geeignet. Ist ein nettes Gimmick, mehr aber auch nicht, wie ich finde, da er damit nur diese eine bestimmte Pose einnehmen kann. Wenn man Susanomon wie ich anstatt dieser riesigen Waffe Kaiser Greymons Schwert gibt, sind damit jedenfalls etwas mehr coole Kampfposen möglich, da Susanomons Form sehr beweglich ist, da die Panzerungsteile nicht so eng anliegend sind. Ist jedenfalls eine Alternative gegenüber diesen Riesending, wenn man ihm eine Waffe geben möchte. Wie ihr ebenfalls sehen konntet, kann man natürlich das Schwert wieder an die Rückenpanzerung von Susanomon anstecken, um es so aufzubewahren. Ist das ähnliche Prinzip wie bei Kaiser Greymon, nur dass man das Schwert dieses Mal am gelben Ring ansteckt. Ansonsten hat die Figur genauso eine sichere und solide Standfähigkeit wie in Kaiser Greymons und Magna Garurumons Form. Eine Ingenieursmeisterleistung finde ich, wie man es geschafft hat, aus der Schwertverzierung von Kaiser Greymons Schwert und den zwei undefinierbaren gelben Teilen an der rechten Außenseite von Magna Garurumons großen Sniper Phantom Susanomons typischen Ring am Rücken zu bilden. Für Susanomon gibt es natürlich keinen eigenen Spirit, da er ja eigentlich durch die Kombination aller 10 Spirits entsteht, der legendären Spirit-Digitation bzw. Evolution. Da ihr nun alle japanischen Figuren-Sets dieser Serie und die zwei Asia-Versionen in all ihren möglichen Evolutionsformen komplett gesehen habt, verrate ich noch, dass es auch alle Figuren-Sets waren, die sie produziert hatten, da ich diese Figurenserie, wie ihr gesehen habt, komplett habe. Es gab leider keine solcher Sets für Blitzmon und Bulkmon, Fairymon und Shootomon, Checkmon und Blizzardmon oder Duskmon und Welkmon. Oder wenn ihr unsere Namensversionen bevorzugt, wären das keine weiteren Sets von Beetlemon und Metallkaputerimon, Kasemon und Zephyrmon, Kumamon und Kurikakumon oder Duskmon und Velkremon. Ich denke, dass diese Erläuterung zu Spirit Evolution zu Susanomon wieder ausführlich genug waren und möchte mich jetzt für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hatte zwar am Ende des letzten Videos gesagt, dass dieses Review-Video von Susanomon das letzte zu dieser Spirit Evolution-Figuren-Serie sein würde, was natürlich auch der Wahrheit entspricht, da es, wie erwähnt, kein weiteres solches Figuren-Set gibt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass meine Re-Upload-Videoserie Teil 3 schon abgeschlossen ist, denn ich habe weitere Ergänzungsvideos dafür geplant, in denen ich mich einer weiteren ziemlich speziellen und auch eher seltenen Figurenserie von Digimon Frontier widmen werde, die ich selbst als Double Spirit Digivolving Figurenserie bezeichnen würde. Aber was es genau damit auf sich hat, werde ich natürlich im folgenden Review-Video genau und detailliert erläutern. Ich verrate nur so viel, dass dieses nächste Video Spirit Digivolving Kaiser Greymon Aldamon gewidmet sein wird. Sage Tschüss und bis dahin, euer Mega 88 1000. So, now you have also seen Kaiser Greymon and Magna Garurumon combined to Susanomon. We come now to some interesting facts and to my personal judgment of
and about the Japanese spirit evolution, Susanoomon. A warm welcome to you all. Susanoomon's name, which we had as well also in our version of the anime, is derived from Susanoo. And Susanoo is told of in Oriental legends, the strongest and destructive god and the god which governs over regeneration. In Japan, he is also getting worshipped as the god of the wind and the sea, and is the brother of the sun goddess and the god of the moon. By all means, a ready matching name for such a mighty and strong Digimon, isn't it? Like you could see, and I did mention many times already, you need both of the sets, Kaiser Greymon and Magna Garurumon, to be able to combine the parts of both sets to one further Digimon, the ultimate Susanoomon. Like you have seen, you take for Susanoomon the human basic figure of Kaiser Greymon's set, extend the figure's legs until they snap into the right position, and that is again a further feature of this human basic figure that you have to do. Now let me say again, slightly transform a bit Kaiser Greymon's human basic figure. The head stays for the moment in the same extended position like for Kaiser Greymon's form. After that, you combine the basic figure with the armor parts of the Kaiser Greymon and Magna Garurumon sets, and of course with the special Susanoomon parts of the two starter sets, the way how the instructions are showing it. If you are completed Susanoomon's form, you can push the head a bit down again, else it is a bit too wobbly. And also that is a further feature of both of the sets, that you have those special additional parts for Susanoomon's form. Which fact is of course also just logical, that they are needed. But like you could see in the other figures of the series, were designed the way that you don't needing any additional parts for the further possible evolution forms. Indeed, this would have been very helpful for a better look of ancient Garurumon's form, in the case you do remember. But let us getting back to Susanoomon. Because of those additional parts and the fact that the parts of the two starter sets have together form only one further evolution form, looks Susanoomon's form also accordingly to this pretty much perfect. The same way like Kaiser Greymon and Magna Garurumon. So also the Susanoomon figure conforms to the portrayal in the anime and also to Bandai's. Very, very well. For all these mentioned reasons, these two ultra-rare Japanese figure sets of Kaiser Greymon and Magna Garurumon, and also both in their combined evolution form, Susanoomon, are and be personally to me the three best looking figures of these Japanese spirit evolution figure series at the same time. This in terms of accuracy, proportions and paint job to Bandai's representation by additional parts on the human basic figures and for their combined form, Susanoomon. And that is why it is truly such a pity that these two special Japanese spirit evolution sets are this rare. That sadly only a few fans and collectors are lucky enough to have found them and call them their own. Susanoomon just looks simply super awesome and is a way much more taller than each of the other humanoid spirit evolution figures. Thanks to the extended legs of Kaiser Greymon's human basic figure, which is also again another feature at the same time in contrary to the others. And further feature of these two sets is that you can create out
out of all the rest parts of the starter sets, by combining those parts together, his ultimate huge weapon. Like you could see, you can set this weapon under support onto the included special stand for it to be able to bring it in the right high end position that Susanoomon is even able to hold the hilts in his hands, which imitates the look of Susanoomon holding the sword in his hands. However, this whole construction is a bit wobbly and also too much oversized and only suitable for the display of Susanoomon with this huge weapon. I think that this is a nice gimmick, but also nothing more, because you only can do this special one pose with him then. If you want to give Susanoomon an alternative weapon instead of the huge one, you can give him Kaiser Greymon's sword like I did for some images also. With that, there are a way more cool fighting poses possible, because the Susanoomon figure is very poseable because of the armoring parts are not this close fitting. Like you could see as well, you also can attach Kaiser Greymon's sword on the back armor of Susanoomon for storage too. It is basically the same like by Kaiser Greymon, with only one difference, and that is that you attach the sword on the yellow ring this time. Otherwise, the figure is the same solid and stable like in Kaiser Greymon's and Magna Garurumon's form. I think that it is an engineering masterstroke, like they managed to form out of the yellow sword decoration of Kaiser Greymon's sword and the two indefinable yellow parts, which are placed on the right side of Magna Garurumon's Big Sniper Phantom, the for Susanoomon typical yellow ring on his back, by combining those three parts together. For Susanoomon, there is of course no own spirit, because he evolving actual by connecting the 10 spirits, the legendary spirit evolution. Because you have seen all Japanese figure sets of this figure series and the two Asia versions in all their possible evolution forms completely now, I want to tell you that those were also all of the figure sets they have produced. There are no others more, because I have this figure series complete. So sadly, there were none of those sets for Blitzmon and Bulkmon, Fairymon and Shootomon, Jackmon and Blizzardmon, or Duskmon and Valkyrmon. Or if you preferring our name versions, it would be Beetlemon and Metal Caputerimon, Kazemon and Saphirmon, Humamon and Korikakumon, or Duskmon and Valkyramon. So, I think that those elucidations about Spirit Evolution Susanoomon were detailed enough now. I want to thank you for your attention. And I accuse myself for the many mistakes again. Tough, I had said at the end of the last video that Susanoomon's review video would be the last of this Spirit Evolution series, which of course is true, as there is no such other figure set as mentioned. This does not mean, however, that my re-upload video series part 3 is finished now, because I have planned additional videos for it, in which I will dedicate myself to another rather special and also rather rare figure series of Digimon Frontier, which I would call myself Double Spirit Digivolving Figure Series.
But what exactly this is about, of course, I will explain in the next review video, exactly and in detail. I will just tell you so much about this next video, that this will be dedicated to Spirit Digivolving Kaiser Greymon Eldamon. Saying bye and until that, your Mega 88-1000.